Moin Leute, Trimax hier. Ich bin immer noch komplett heiser, werde jetzt nicht so viel reden. Wir werden auf die neueste Folge reagieren. Ich habe es extra nicht im Urlaub reingezogen, weil ich das mit euch zusammenschauen wollte. Böse im Survival-Hype drin. Alle Videos von Fritz gesehen, die alt oder ultra viele, auch international. Ich will das unbedingt machen. Jetzt ist leider übelster Winter und in Schweden, weiß nicht, bald minus 30 Grad. Sobald es wärmer wird, habe ich Bock auf alles. Ich will ein Bootcamp machen. Ich will Road to Pro und Survival sein. Ich will selber was irgendwas machen mit ganz vielen Streamern zusammen, weil alle haben gesagt, haben Bock. Ich möchte unbedingt in die zweite Staffel von Seven vs. Wild alles. Volles Programm. Romatra ist mit dabei, wenn wir darauf reagieren. Und es ist die geilste Serie auf YouTube überhaupt, oder? Ich mache schon mal Play ohne Romatra. Ey, Fritz muss dafür irgendeinen Preis kriegen, Mann. Gibt's irgendwie, kann man irgendwie Preise? Der muss einen Preis dafür kriegen, das ist so geil. Seven vs. Wild. Sponsored by Rhino Shield. Guten Morgen. Tag 3. Sehr schön. Ich habe deutlich... Die haben natürlich den Faktor, dass sie alleine sind und isoliert. Das ist noch viel, viel schlimmer. Stimmt, aber das sind auch Profis. Wenn wir das mit Gamern machen, niemand von uns war je zelten oder campen gefühlt. Isolation macht das Ganze nochmal so... Wenn man es zu dritt macht, einer kümmert sich rund um die Uhr das Feuer, einer holt Sachen ran für den Unterschlupf bauen, einer geht Essen sammeln oder alles zusammen. Als Gemeinschaft ist das schon... Wir werden trotzdem verkacken. Wir werden nach 6 Stunden, 24 oder 48 Stunden wahrscheinlich alle raus sein. Also, glaube ich. Aber da hat man zu wenigstens ein bisschen mehr eine Chance. Zu isoliert geht nicht. Dreierteams ist schon besser. Besser geschlafen? Isolation ist viel zu heftig. War nachts einmal wach zum Pinkeln. Ansonsten habe ich durchgeschlafen. Kein Regen und kaum Mücken heute Nacht. Sehr schön. So gefällt mir das. Bisschen stürmisch heute. Und leider immer noch keine Sonne. Ich bin nicht klaustrophorisch, also ich hab da jetzt keine Angst vor, in ultraschmale Felsspalten reinzuklettern, aber ich habe ein bisschen Angst, hätte ich, dass das einfach, jetzt wo das auch so windig ist und wenn das regnet und so, wer garantiert denn, dass der Felsen fest ist, ne? Also da sind ja schon, irgendwann kippen die ja eh um, jetzt ist er noch da drinnen irgendwie und kann irgendwo gegenkommen oder so, oder? Da läuft schon seit 10.000 Jahren Regen runter, kann den ja auch irgendwo, kann ein bisschen was abbrechen oder so, ne? Sonne zu sehen. Tag 3. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass es runterbricht, aber es geht. Guck mal, also, ne, wenn jetzt hier irgendwie ein kleiner Stein irgendwie marode wird und wegbricht oder sowas oder durch den Regen oder abgetragen oder eine Baumwurzel hebt diesen einen Stein weg, dann rollt der und dann knallt der Riesenstein runter und er liegt da. Es ist heute irgendwie ziemlich windig und kalt. Ich weiß nicht, ob das nur mir so vorkommt, weil ich halt nicht so viel gegessen habe in den letzten Tagen. Mein Körper deswegen runterfährt. Sehr unwahrscheinlich. Oder ob es wirklich ein bisschen frisch ist. Ein bisschen Angst. Aber das werdet ihr ja bei den anderen Teilnehmern sehen. Deswegen habe ich mich gerade gut eingepackt. Ich habe auch noch mal mein Erste-Hilfe-Set jetzt hier unten hingebaut als Tiefzieh-Holster. So, welche Gedanken hast du in der Situation eh nicht? Ja, das stimmt. Ein bisschen hätte ich da. Variante, also nein, als Beinholster-Variante meine ich. Mit ein Stück Paracord hier fixiert. Weil dann kann ich nämlich meine Jacke schön auch über den Gürtel machen. Sonst hängt die immer so weit oben und der Wind zieht rein. Ja. Jetzt kommen wir zu einem Thema, auf das ihr euch sicherlich alle gefreut habt. Und zwar, der Fisch und die Blaubeeren wollen raus. Der ist auch so ein Kackwetter. Es ist alles komplett, es ist so windig. Ich weiß nicht, ob jemand anders der Teilnehmer das überhaupt dokumentieren wird oder darüber berichten wird, wie das funktioniert, beziehungsweise wie sie es machen. Ich weiß auch nicht, wie sie es machen. Ihr habt in meinem Trainingsvideo ja schon gesehen, ich habe da eigentlich starke Blätter genommen, sowas wie Haselnuss, sehr, sehr reißfest. Das Einzige, was wir hier haben an Blättern, ist Birke und die zerfitzeln sofort. Das heißt... Das war auch geil. Da ist so über das unfassbar geile, turbofluffige Moos, das habe ich noch nie in Deutschland gesehen, was sie da haben, zum unterlegenen Betten insane. Aber die haben ja keine richtigen Blätter da, ne? Alles Nadel oder so kleine Mini-Kackblätter. Das sind nicht so richtige... Keiner hatte da richtige, weiß nicht, Ahornblätter oder irgendwie sowas. Hat ja keiner gehabt, ne? Ich habe einen anderen Plan und nehme euch jetzt mit auf das erste große Geschäft. Bleibt dran. Mein Camp ist ganz da hinten. Ich befinde mich ja so 100, 150 Meter rechts davon, wenn wir vom Ufer aus das Ganze betrachten. Und das genau, was ich gesucht habe. Und zwar so einzelstehende kleine Mini, was ist das, Tümpel, Becken, Regenwasserreservoirs, keine Ahnung.
Hier würde ich natürlich auf keinen Fall daraus trinken, weil das komplett abgestanden ist. Aber hier kann ich mein Arschle sauber machen, ohne dass das Ganze direkt da vorne ist, wo ich mein Trinkwasser rausnehme. Das heißt, eigentlich könnte ich mich auch gleich hier ranlehnen. So lehne ich mich hier ran und dann ploppt das ins Wasser. Ja. Und dann kann ich mit der Hand so ein bisschen mit Wasser... Ja, ist aber auch der, oder? Ist auch der, er kackt da erst rein und nimmt das Wasser 10 cm daneben und macht sich damit den Arsch sauber. Ja, gut. Ja, gut. Den hier machen. Oder ein bisschen Moos vorher. Aber ich weiß nicht, ob Moos so geil ist, weil das zerfleddert doch auch sofort. Ich mache mir noch ein paar Gedanken. Aber das wird die Location werden. The place to shit in the woods, my friends. Willkommen bei diesem wunderbaren Format Seven vs. Wild und How to Shits in the Nature. Man weiß ja nie, wenn ich da hocke, komme ich nicht mehr weg. So, das ist jetzt 5-mal Toilettenpapier. Scheiße. Ja, musst du machen. Da gibt es keine richtigen Blätter. Aber das ist auch kacke. Da sind kleine Maden und Würmer und Mini-Tausendfüßler und Spinnen und weiß, irgendwelche Scheißviecher. Die ziehst du dir dann durch die verkackte Rille durch. Ich probier's einfach aus. Scheiß drauf, im wahrsten Sinne des Wortes. Chef, du bist so ein Stück Moos und wächst da so 2-3 Jahre vor dir hin. Auf einmal kommt einfach... eine Weiterentwicklung von Affen und zieht sich das durch die verkackte Arschritze durch. Das Messer muss immer griffbereit sein. Falls jetzt ein Angriff kommt, bin ich ungeschützt. Hiermit natürlich nicht. Oder falls die Wurst zu lang wird, dann kannst du einfach auch mal zwischenschneiden. Gut, Freunde. Ihr seht, es wird ernst. Ich erspare euch natürlich jetzt die Detailaufnahmen, aber werde euch gleich berichten. Okay, die eine Detailaufnahme kriegt er noch. Oh, ey, ich dachte, hier biegt mir was am Sack. Dabei ist das irgendein Heidelbergkraut hier. Oh, nicht, dass da jetzt gleich irgendwelche Mücken kommen. Oh, hier ist alles voll, Alter. Das piekt mir hier voll in den Beutel rein. Ah. Legende, der Typ. Ist geil. Ist geil. Keiner muss sich dabei fühlen, aber er fühlt sich dabei. Es ist einfach geil. Okay. Ich prüfe nochmal, der Fallweg ist frei. Jetzt aber wirklich Kamera aus. Fazit. Hat alles reibungslos funktioniert? Fühlt sich sehr ungewohnt und komisch an? Der Strubel fragt, kackt der da? Ja, der kackt. Der hat, ja, klar. Und jetzt wirklich mal Retalk. Der Bereich da unten ist natürlich auch ein bisschen empfindlich, ne, bei jedem. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein Knie oder so. Deswegen, ob das mit dem Moos und so weiter... Und Survival-Tipp Nummer 1, Arschloch ist kein Knie. Und mit dem Wasser, ich habe gerade den Gedanken, wenn dieses Wasser, was hier absteht, ja nicht trinkbar ist, weil da sicherlich die ein oder andere Bakterie und... Ich würde mir das abgestandene Wasser da auch nicht in die Schleimhäute ballern, ehrlich gesagt. ...so weiter enthält. Das habe ich mir gerade in... Das habe ich mir... Gerade da unten, also, wisst ihr, was ich meine? Kann viel passieren. Das Regenwasser steht da seit 1000 Jahren, das hat kein Mensch angefasst und er hat sich jetzt durch die Kimme gezogen. Da kann viel passieren. Vielleicht ging so in Wuhan damals mit dem Coronavirus los, dass da jemand einfach in 1000 Jahre altes, abgestandenes Regenwasser reingeschissen hat und sich das damit das Arschloch sauber gemacht hat. Man weiß es nicht, da kann viel passieren, oder? Das war, glaube ich, ein bisschen dumm eigentlich, oder? Jetzt, umso mehr ich drüber nachdenke, war das eigentlich ein bisschen dämlich, dieses Wasser, was da unten so brackwassermäßig ist, sich an den Arsch zu schmieren. Weil das wird ja über Schleimhäute, werden ja Bakterien und so weiter wahrscheinlich auch aufgenommen. Alter, wenn sich das jetzt richtig dick entzündet, so voll der Ausschlag. Gut, es ist jetzt passiert. Wir werden sehen, was die nächsten... Was ist denn die Wassertemperatur? Kann man einfach Hose ausziehen und so ins Wasser gehen, so? Kriegt man sich dann wieder trocken schnell genug? Kann man dann wieder seine Sachen einziehen? Verliert man zu viel Temperatur? Ist zu kalt? 10 Grad? Okay, dann geht das nicht. Das normale Wasserscheißen geht nicht. 12 Grad? Nee, das geht nicht. Ist auch ganz gut. Habt ihr jetzt mal gemacht? Ihr seid irgendwo im kompletten Meer? Irgendwo? Einfach komplett im Wasser? Schwimmt ohne Badehose und scheißt? Viele von euch sicherlich als Kind noch gemacht, ne? Ist auch weird, weil die Scheiße schwimmt. Also das ist dann... Also früher irgendwann mal... Jeder hat mich verfolgt, die Scheiße schwamm neben mir. Ja, genau. Das ist dann immer das Problem. Aber es ist immer noch sauberer, als das nicht zu machen. Kennt hier jeder, klar.
Im Schwimmbad, beste. Nein, nicht im Schwimmbad. Irgendwo, wenn du campen warst oder in irgendeinem Badesee oder wenn weit und breit keine Toilette ist oder irgendwo im Meer weit draußen bei einem Bootsausflug oder so. Einfach Wasser, Badehose kurz ausziehen, scheißen, Arsch sauber machen, weil du hast unendlich viel Wasser im Wasser und dann schwimmt die Würste neben dir, aber dann bist du halt auf der sicheren Seite. Ob da mal besser als dir das Regenwasser durch die Kimme zu ziehen, klar. Was durchschlägt oder ob es funktioniert hat. Hm. Naja, ihr wisst es, Lernen durch Schmerz ist meine Devise. Ah. Es ist wieder soweit. Was erwartet uns heute? Tag 3. Es scheint nur ein Zettel zu sein. Die haben einen Zettel dabei. Damit können die Feuer machen. Und dann haben die vollen Vorteile. Jetzt haben die eigentlich 8 Gegenstände dabei. Gibt's ja einige Hater, die sagen, das ist zu lasch oder so, ne? Die schummeln, hier, das ist das Kindergarten, was sie da machen. So dumm einfach. Eine Blombe? Eine Blombe und ein Kabelbinder, okay. Lendenschurz, Messer und Mokassins. Ja, wir wissen, worum es geht. Sollten zum Überleben reichen oder? Fragezeichen. Entledige dich überflüssiger Ausrüstung. Was überflüssig ist, entscheidest du. Kleidungsstück 1 Punkt, Gegenstand 2 Punkte. Die Kleidung und Gegenstände müssen genauso abgegeben werden, wie sie zu Beginn der 7 Tage waren. Beispiel, wenn du 30 Meter Paracord mit hattest, dann musst du auch wieder 30 Meter abgeben. Ein paar Socken zählt als ein Kleidungsstück, nicht als zwei. Die Ausrüstung muss in den Seesack gepackt werden und mit dem beiliegenden Siegel verblombt werden. Von diesem Zeitpunkt an darf der Seesack nicht mehr geöffnet und die Gegenstände genutzt werden. Die Punkte werden nach der Abholung deinem Konto gutgeschrieben. Der Seesack muss verschlossen sein, bis die Sonne untergegangen ist. Okay, ich habe Zeit, mir bis zum Sonnenuntergang Gedanken zu machen. Das Ding am Bart triggert mich. Stimmt, da hängt einfach was. Wäre mir nicht aufgefallen, wenn du es nicht geschrieben hättest. Jetzt müssen wir alle darauf achten, dass da irgendwas baumelt. Welche Kleidungsstücke ich eigentlich nicht brauche und ablegen könnte. Er ist auch komplett in Isolation und er sieht sich auch selber nicht. Das kann er jetzt vielleicht tagelang hängen. Niemand, der da sagt, ey, yo, du hast da was im Bart. Jetzt kann ich es nicht mehr nicht sehen. Wieso schreibst du das hier rein? Und welche Ausrüstung? Also Stand jetzt denke ich mir so, ich will gar nichts abgeben, weil ich habe bisher alles gebraucht. Aber ich werde mir den Tag über mal ein paar Gedanken machen und euch heute Abend dann das finale Ergebnis mitteilen. Was gebe ich ab? Was brauche ich wirklich? Er hat auch einen Fleck auf der Nase. Ja, wie nervig. Dich sieht keiner und es gibt keinen Spiegel. Wenn du irgendwie Kräuter isst da oder irgendwas und du hast einfach so ein Stück Kräuter zwischen den Zehen, einfach so 7 Tage, weil es dir keiner sagt und du dich selber nicht siehst. Schwere Entscheidung. Sehr, sehr schwere Entscheidung. Also, ich habe eine kleine Liste gemacht. Alle Kleidungssachen, die ich mit habe und alle Gegenstände. Ey, das Ding ist um mir dann Gedanken zu machen. Gut. Weil vielleicht kann ich auch irgendwas improvisieren, weil ich habe ja bis heute Abend Zeit. Vielleicht kann ich irgendwas umbauen und so weiter. Und deswegen mache ich mir jetzt schon mal Gedanken. Man kann sich im Wasser spiegeln. Ja klar, du hast 70 km/h Wind, der da rumfetzt. Und du kannst dich einfach so im See perfekt spiegeln, ne? Super. Während einem Orkansturm. Klar. Also da kann man sich am allerbesten im Wasser spiegeln. Am besten auch bei kompletten Regen. Danke. Wir starten mit der Kleidung. Stiefel, Socken bleiben auf jeden Fall an. Da gehen sonst meine Füße komplett kaputt. Schlüppi würde ich, glaube ich, weglassen. Kann man drauf verzichten. Hose, absolutes Muss. Gürtel würde ich drauf verzichten. Also haben wir schon 2 Sachen, die weggehen würden. T-Shirt, wärmende Jacke und Regenjacke auf jeden Fall behalten. Denn ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe gerade alle 3 Sachen an und es ist trotzdem ziemlich frisch. Klar, ich könnte mich in den Schlafsack legen, aber ich werde nicht den ganzen Tag irgendwie halbnackt in dem Ding liegen und warten, bis es vorbei ist. Ich würde da auch wenig abgeben, auch wenn das Punkte gibt. Ich würde die 7 Tage überleben wollen. Das ist jetzt nicht worth, dass du deine Schuhe abgibst und dann... Nee, Digga. Aktionen machen hier draußen. Handschuhe ist eine Sache, könnte ich, glaube ich, drauf verzichten. Muss ich beim Messer ein bisschen aufpassen, wie ich damit arbeite. Mein Tuch, also das, was ich hier um den Kopf trage, möchte ich auch ungern abgeben, weil damit kann man gut improvisieren, sich eine Mütze machen, einen Schal machen. Das ist meine einzige Kopfbedeckung, denn die eigentliche Kopfbedeckung, also mein... Wo ist er? Boonie habe ich eigentlich seit der Anlandung nicht mehr an.
Weil ich, ja, der macht halt Sinn, wenn die Sonne richtig knallt, damit man irgendwie einen kleinen Sonnenschutz hat und keinen Sonnenstich kriegt. Aber ich glaube nicht, dass ich hier draußen einen Sonnenstich kriegen werde. Also werde ich wahrscheinlich... Ist das nicht voll unfair für den, der keine Gegenstände hat? Ich glaube, der kriegt die automatisch angerechnet, oder? Wahrscheinlich den guten Fernspäher-Buni abgeben, aber dafür halt diese Kopfbedeckung nutzen. Weil es ist doch kühler, kälter und herbstlicher als gedacht. Wenn ich also bis heute Abend final bei der Entscheidung bleiben sollte, gebe ich Stand jetzt Schlüpper ab, Gürtel, Handschuhe und den Buni, also meine Kopfbedeckung. Wäre er gibt die Unterhose ab und den Gürtel. Okay. Und 4 Punkte. Wilde Kombo. Kommen wir zu den Gegenständen. Mein Messer, absolut für mich unentbehrlich. Damit mache ich meine kompletten Holzarbeiten. Ja, damit mache ich alles, was das Feuer angeht. Ist einfach mein Nonplusultra-Tool. Kann ich nicht abgeben. Tarp. Habe ich mir gerade lange Gedanken zugemacht, aber... 4 Tage ohne Unterhose, kritisch. Nein, die haben das doch nur, bis die Sonne untergeht, oder? Oder bis zum Ende, nein. Das ist jetzt nur... Bis zum Ende abgeben? Die Aufgabe ist auch mega unfair für Fabio. Ja, ja, ach, bis zum Ende. Oh Gott, nee, da würde ich auch gar nichts abgeben, oh Gott. Nee, nee, nee. Ah, Zeit zum Aussuchen bis Sonnenuntergang. Ach du meine Güte. Fabio hat nur 2 Sachen dabei, dem muss mehr angerechnet werden, safe. Ey, oh, ich würde nichts, gar nichts abgeben. Hauptsache man überlebt die Sachen. Ich mach schon mal Play ohne Romatra. Also, klar, wenn jetzt hier herrlicher Sonnenschein wäre. Achso, die müssen Gegenstände abgeben in dieser Folge. Und Fritz entscheidet sich dazu, fast keine abzugeben. Bis zum Ende, weil das wäre völlig dumm, jetzt eine Jacke abzugeben und dann bist du direkt raus. Das wäre völlig, kriegst zwar Punkte dafür, aber ist nicht worth. 2 Tage lang, dann ja. Aber, also seitdem wir hier sind, ist das Wetter eigentlich ziemlich durchwachsen und scheiße. Von daher, das Tarp muss bleiben. Das bietet mir einfach extrem viel Schutz vor der Witterung. Die 2 Sachen, die ich abgeben würde beim Thema Ausrüstung, wäre Paracord und Topf. Denn die kann ich eventuell durch den gefundenen Müll improvisieren. Und ich werde heute auf jeden Fall noch rüber in die Anrichtung gehen und gucken, ob ich da vielleicht noch mehr Müll finde. Was macht, warum? Versucht man hier so wenig Energie zu verbrauchen, wie es geht, wenn man kein Essen hat? Lendenschurz, Messer und Mokassins. Sollte zum Überleben reichen, oder? Okay, heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel meine... Alter, ist das die ganze Zeit da windig, das ist ja ein Albtraum. Axt abgebe, darf ich die bis zum Ende nicht mehr nutzen. Nicht mehr nutzen. Okay, das ist blöd. Das muss ich mir mal ganz genau überlegen, ob ich da was abgeben kann oder nicht. Oder möchte vor allen Dingen. Ja. Naja, gut. Nee. Haben wir das auch erstmal erklärt. Ich würde so doll nichts abgeben. Ich würde so doll nichts abgeben. Weil, wenn du dann raus bist, dann ärgerst du dich tot. Brutal. Hast du das mit Amazonas überlegt? Ich glaube, ich will das nicht. Also, Knossi und Sascha machen so Survival-Dinge im Amazonas. Das geht jetzt ja auch im Winter. Aber ich wäre bei jedem Scheiß dabei in Schweden, aber im Amazonas, bei allem, was da ist, all die Krankheiten, all die, Alter, all die scheißgiftigen Tieren, die tausenden Sachen, da bin ich raus, Digga. Da bin ich raus. Amazonas, also auf keinen Fall. Also, Kleidungsstücke, würde mir jetzt schon spontan wahrscheinlich die Cap einfallen und mein Schlauchschal. Bei denen habe ich zum Beispiel noch gar nicht benutzt. Die Cap, ja. Kann ich, glaube ich, auch darauf verzichten. Das war's, glaube ich, schon. Ich habe keine Gegenstände, die ich abgeben kann, möchte. Smart. Alles eine Challenge ist erstmal zum Nachdenken. Ist ja jetzt genug Zeit. Und ich kann die Gegend weiter erkunden. Bauprojekte habe ich gerade auch nicht. Von daher würde ich sagen, breche ich jetzt mal auf und erkunde weiter die Landschaft. Dort werde ich dann auch was essen. Also Heidelbeeren sammeln. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwas Schönes finden, was ich gebrauchen kann. Ja, so machen wir es. Extrem windig heute, finde ich. Die ganze Nacht schon.
Und ja, ich mach dann mal los. Formel ist geil. Wunderschönen guten Morgen an Tag 3 aus der Wildnis in Schweden. Wie war die Nacht? Die Nacht kriegt Fabio die Punkte automatisch, weil er hat ja keine Gegenstände zum Abgeben. War dank des ganzen Holzes, was ich am Fluss gesammelt hatte, was sehr dick war, sehr hart war, gut, so, dass ich mal tief schlafen konnte. Allerdings bin ich mehrmals zitternd aufgewacht, weil draußen der Wind, es war so krass, es war so kalt teilweise, also ohne das Feuer heute Nacht, boah, keine Ahnung. Ich habe mich, als ich manchmal zitternd aufgewacht bin, musste ich erstmal sicher gehen, dass ich nicht unterkühlt bin und dann die Augen zumache und es dann gefährlich wird. Ich habe mir hier Steine geholt und habe mir die, auf den Bauch gelegt. Also die lagen hier am Rand. Die waren schön warm. Weil ich anders mir gar nicht zu helfen wusste. Aber immer wenn ich dann eingeschlafen bin, ging es wieder. Der hat einfach gar nichts und muss mit Steinen kuscheln nachts. Und ihr seht, hier ist sind nur noch Reste jetzt übrig. Das ganze dicke Holz. Diese riesen Wurzeln, die ich mit hier hochgebracht hatte, alles verbrannt. Bevor ich irgendwas mache, gucke ich mir jetzt erstmal die Tageschallenge an. Einfach, ja. So, damit ich so was habe. Er unterkühlt einfach in der Nacht und muss jetzt noch eine Tageschallenge machen. Über was ich nachdenken kann. Lendenschutz, Messer und Mokassins sollten zum Überleben reichen, oder? Entlege dich überflüssiger Ausrüstung. Was überflüssig ist, entscheidest du. Alter, euer fucking Ernst? Ich hock hier mit zwei Gegenständen. Boah, ey. Boah, das ist krass. Das ist richtig krass. Das ist so krass. Fuck. Die Sache ist, ich bin mir sehr sicher, dass die anderen Teilnehmer an Tag 3 feststellen, okay, hier, was weiß ich, Gegenstand XY, ach, da kann ich drauf verzichten, das war mehr so, dachte, brauche ich, aber brauche ich eigentlich gar nicht. Und Kleidungsstück, also, aber bei mir ist halt so, ohne Messer kann ich nichts bauen, ohne Feuerstahl bin ich halt einfach am Ende. Also, ich überlebe keine Nacht ohne Feuer, auf gar keinen Fall. Und das Risiko einzugehen, dass das Hallo. Feuer... Chillige 30 Sekunden, geh schnell rein, wir sind schon voll drin, los. Ja, ich bin drin. Ich war schon jetzt gerade Gegenstände abgeben. Let's go. ...ausgeht, beziehungsweise ich mich nicht hier wegbewege. Ist Er hat doch gar keine groß. Gegenstände, oder? Ja, ich glaube, er kriegt die Punkte eh. Er kriegt die Punkte eh. Er hat sie automatisch. Weil das ist, also... Ganz safe, wenn ich nachts kein Feuer habe, bin ich raus. Ganz, ganz safe. Messer, boah, ey, ich mache mit dem Messer, boah, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist mir jetzt schon klar, es werden auf jeden Fall die Leute, die anderen Teilnehmer, 2 Punkte erreichen, weil die irgendeinen Gegenstand abgeben können. Bin ich mir ganz sicher. Kleidungsstück. Ach, Moment mal. Ach so, man kann ja mehrere Kleidungsstücke entledigen. Ah, Moment mal. Kleidungsstück ist ja auch Kopfbedeckung. Okay. Ach, er bekommt die Punkte hier, sowieso, weil er so wenig dabei hat, oder was? Ja, genau. Kleidungsstück ist das hier. Kleidungsstück sind Handschuhe. Kleidungsstück ist Gürtel. Ja, krass. Okay, ich werde auf jeden Fall mich entscheiden, welche Kleidungsstücke ich abgebe. Das mit den Gegenständen, boah, sehe ich gerade noch nicht. Packt mich natürlich hier mein Ehrgeiz, aber ich will hier auch halt noch bleiben. Dürfte er selbst gebastelte Gegenstände abgeben? So wie seine komische Wasserschaufel? Nein. Moment mal, mein Feld. Einfach so Äste abgeben und ultra viele Punkte dafür kriegen. Das ist meine Gabel. Ja, 7 Gegenstände. Und davon habe ich ja schon 5 abgelegt. Ich bin ja ohne 5 rein. Das heißt,
theoretisch müsste ich alleine 10 Punkte bekommen, also 5 mal 2, weil ich keine, weil ich überhaupt, also, ne, ich bin ja mit... Der kann gar nicht richtig reden. Das ist völlig im Arsch, der war so unterkühlt in der Nacht. Alter, der checkt jetzt erst auch so, ich habe ja nur 2 Gegenstände. Der denkt die ganze Zeit an seine Gürtel und seine Mütze, aber er hat einfach nur 2. Weniger Gegenstände bekommen als die anderen. Also, das realisiert er erst nach 3 Tagen. Scheiße, ich habe 5 Gegenstände vergessen. So, eigentlich könnte hier das für mich ein krasser Jackpot sein. Das ist eigentlich mein Tag. Weil keiner wird so bekloppt sein und 5 seiner Gegenstände abgeben. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil hier nach den Nächten wird keiner so blöd sein und seine Schlafsäcke abgeben. Ich werde so doll nach Schweden fahren. Ich teste mal die Gewässer für uns, okay? Ich fahre nicht bis ganz zum Polarkap, aber ich teste mal die Gewässer und check das ab, okay? Das ist geil, das zählt man. Zählt das? Ja, dann gucken wir, dass wir Februar, das aber dann müssen wir machen nochmal kurz Pause, dann müssen wir wirklich einen Termin festmachen, weil sonst kommt da irgendwas dazwischen. Plus, wenn ich dann jetzt noch Kleidungsstücke mir überlege, die ich abgebe, Alter, das ist ja, das ist mein Tag. Tag 3 ist mein Tag, jetzt schon. Saugeil. Mega. Alright. Er hat 5 Minuten mit der Kamera geredet, um das dann zu checken. Weil alles andere. Aber das Ding ist, die haben ja auch nichts zu tun. Total bekloppt wäre und ich hätte jetzt mitbekommen, wie langweilig den teilweise schon war. Das ist ja, also ich glaube, da würde ich auch, glaube ich, dran zerbrechen, dass das mir so langweilig wäre. Das ist echt nervig. Also, so, du kannst ja nichts machen. Also wenn wir was machen, muss es auf jeden Fall in Gruppen sein. 2 Gegenstände abgeben würde, könnte ich ja niemals die Punktzahl erreichen, die anderen haben, weil sie 7 Gegenstände haben. Deshalb müssen meine Gegenstände, die ich nicht dabei habe, die 5 Stück zählen. Krass. Alter, das katapultiert mich. Alter, er ist ja so fertig. Geil. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass sowas kommen könnte. Und meine Beklopptheit, dass ich nur 2 Gegenstände mithole, mir tatsächlich einen Vorteil bringen. Zumindest an einem Tag. Warum hat er das nochmal gemacht? Ja. Was denn? Warum hat er nur 2 Gegenstände mitgenommen? Die also, Challenge. Ach so. Für die Challenge. Okay. Krass, geil. Es steigert gerade bei mir ziemlich die Stimmung. Dennoch habe ich ein Pappmaul wie Sau und gehe jetzt mal was trinken. So, ich gehe jetzt endlich los. Ich habe jetzt irgendwie noch ewig auf dem warmen Stein in der Höhle gesessen und dachte dann so, jetzt gehst du los. Aber irgendwie ist so eine Lethargie eingetreten. Ich glaube einfach durch die wenige Nahrung. Und jetzt habe ich mich auch aufgerafft. Ich habe mich entschieden, heute, solange es nicht regnet, den Tag unten am Fluss zu verbringen. Einmal will ich die Häuser fertig bauen. Schauen, ob ich da unten Nahrung finde. Und irgendwie tut mir das ganz gut, unten zu sein. Weil hier der Wald, der ist zwar sauschön, aber irgendwie, weil unten so offen und so hell ist, merke ich, dass mir das in meinem jetzigen Zustand besser tut, wenn ich an so einem hellen... Der ist ja völlig fertig, holy shit, Mann. Ja, der kann gar nicht richtig reden. Ja, deshalb, jetzt gehe ich mal. Boah, so ein Unimog wäre ja richtig krass. Da hatte ich gar nicht dran gedacht. Ich habe auf jeden Fall meine Trinkskills gesteigert, denn ich bin minimalst nass. Hier ein paar Spritze am Knie, aber die Ärmel sind nicht wirklich nass. Nee, die Schuhe, der eine halt, ein bisschen wegen den Wellen, aber geil. So, ich will jetzt hier nochmal gucken, ob es nicht doch irgendwo Rohrkolben gibt, weil aufgrund der Inhaltsstoffe wäre das so gut für mich, wenn ich die finde. Und das sind ja eigentlich Gewässerpflanzen, deshalb irgendwo müssen die hier stehen. Hier ist die Raupen, sehe ich übrigens überall dauernd. Aber davon sollte man die Finger lassen. 2 von denen haben bis jetzt was geangelt, richtig? Nur Fritz und Martin. Das sind die einzigen 2, die bis jetzt Haare haben, da auch Essen hatten. Ja, das sind ja auch nur die einzigen 2 mit Mangelset, oder? Also, dann suche ich jetzt mal Rohrkolben. Ich muss sagen,
Ich hätte unter dem Moos nicht auch eins dabei gehabt? Der dem so langweilig war in der letzten Folge? Ja, zwei oder drei nur. Ich gedacht, der Hunger macht mir am meisten aus. Also ich meine, gut, wir haben auch jetzt Tag 3. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Aber mein größter Widersacher ist definitiv der Wärmeerhalt. Also die Kälte, ob das nachts ist, ob das am Tag ist. Ich hoffe einfach mal, dass in den nächsten Tagen noch die Sonne rauskommt. Das wäre Hammer. Ja. Das und halt der fehlende, also sowas wie der Hütteaufwand und die Nahrungs-, also mit dem Wasser, dass ich mir erst was bauen muss und so weiter. Das war mir ja vorher klar. Aber ja, das mit der Kälte ist das Krasseste für mich. Weil das natürlich auch sehr energiezehrend ist. Nee, hat keinen Sinn. Hier gibt es keine Rohrkolben. Ich werde jetzt wieder zurückgehen und mal ein bisschen durchs Landesinnere gehen. Also so, ich komme schon wieder am Ufer raus, aber ich gehe mal ein bisschen weiter oben. Vielleicht wachsen hier noch Pflanzen, die bei mir sonst, also hinten in dem Gebiet, nicht wachsen. Ja. Ich muss sagen, dass mich diese Erkundungstour ziemlich erschöpft hat. Ich muss unbedingt jetzt mal Beeren sammeln. Und ja, mir die irgendwie reinhauen. Haben halt auch fast keine Kalorien, aber besser als nichts im Magen. Ich weiß nicht, hattest du mal. Ich glaube, Blau. Der hat ja mal getrackt gehabt, dass er eine Stunde Beeren sammelt. Ja. Und in dieser Stunde Beeren sammeln hat er irgendwie 200 Gramm Beeren und 200 Gramm Beeren sind irgendwie 100 Kalorien. Ja. Das ist ja auch übelst die Minusrechnung, oder? Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Das geht ja nicht auf. Stimmt. Ist so. Und jetzt sammelt er wieder Beeren und verliert wieder Energie. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, mich zu erinnern, Blaubeeren haben auf 100 Gramm 50 Kalorien. Ja, das ist so geil, so wenig. Ja, und mit dem Ganzen rumgelaufen und so. Und Gebaue und was weiß ich, Kälte, verbrauche ich bestimmt am Tag zwischen 3.000 und 4.000 Kalorien, also inklusive Grundbedarf. Das ist schon crazy, was das für ein großer. Was für ein Scheiß, man kann ja nie ins Plus kommen. Ja, ja. Du kannst sein, du bist ein ganz, ganz kleiner, leichter. Das geht. Und du angelst die ganze Zeit. Ich glaube, die müssten alle die ganze Zeit angeln. Nee, aber Blaubeeren sammeln und essen macht keinen Sinn einfach. Ja, Blaubeeren sammeln und essen macht keinen Sinn. Das ist gibt nur es was, Menschen, bei denen es Sinn macht? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass niemand in der Stunde Blaubeeren Kinder sammelt. Kinder, nee, die nur, keine Ahnung, so ein 12-Jähriger, der ganz leicht ist und überhaupt nicht viele Kalorien dabei verbrennt. Weißt du? Ja, aber guck mal, du musst dich für alle 5 Blaubeeren musst du dich einmal bücken. Weißt du, also das ist ja. Dieses Hinsetzen und wieder Aufstehen. Ja, okay. Hinsetzen, Aufstehen. Du machst jedes Mal einen Squat, wenn du dir eine Blaubeere, einen Squat. Das geht gar nicht auf. Scheiße. Vielleicht ist es da, ja gut, vielleicht das im Magen zu haben oder so, aber. Vitamine, Mineralstoffe und so. Hier ist ein krasser Wildwechsel. Das ist einfach wirklich. So junge Birkenblätter. Tatsächlich auch gute Nährstoffe drin, also Vitamine. Ich glaube, die isst man eigentlich. Richtige Kalorienbomben. Ja, sind im Frühjahr. Die sind jetzt schon sehr hart. Hier, wieder Pilze en masse. Wäre jetzt witzig, wenn ich das hier sehe und dann erfahre im Nachhinein, dass man die hätte essen können. Aber ich gehe mal nicht davon aus. Und geht das. Das wäre das allererste, was ich machen würde. Was? Rausfinden, ob man die essen kann? Die Pflanzen, die da sind, die du essen kannst, die wachsen und welche nicht. Und auch Beeren und Pilze, Blätter, Insekten. Das ist ja gefühlt das Wichtigste. Ja, aber wäre dann einer deiner Gegenstände, wäre ein Buch über Beeren und. Nein, kannst du auch vorher reinziehen. Die wussten doch, dass sie in Schweden sind. Ja, aber es, keine Ahnung, kommt auch an, wo du in Schweden bist. Ich bin sicher, du kannst in Schweden 80.000 verschiedene Pilze finden. Never. Wie viele Pilzarten hat es in Schweden? Das gucke ich jetzt. Die da so wachsen, wo man potenziell hingehen könnte. Nicht unterm Haus oder so eine Scheiße. Einfach die wirklich in der Wildnis wachsen. Das sind nicht so viele. Vielleicht 20 Stück. So weiter. Ich gucke auch immer mal ab und an, ob ich irgendwo in umgefallenen Bäumen. Vor allen Dingen zu der Jahreszeit. Die wissen die Jahreszeit, die wissen das Aussehen. Ja,
wie heißt das, Larven. Es gibt auch so Pilze, die sind so hässlich und wachsen um den Baum rum und sowas. Die weiß ja, die kann halt, die ist dann nicht, weißt du? Oder so richtige Schirmpilze, die auf dem Boden wachsen. Davon sage ich, gibt's 15 Stück um die Jahreszeit. So, die kann er auswendig lernen und weiß, ob er sie essen kann oder nicht. Ich muss sagen, vor Pilzen hätte ich ein bisschen Respekt. Aber ich hatte bisher auch kein Glück. Ich, keine Ahnung, irgendwie ist das hier wie verhext. Wie gesagt, ich sehe hier... Das ist nichts, Alter. Ja, die sind ja wirklich im Nichts so ausgesetzt worden, gefühlt. Angeln ist halt insane, aber machen halt nur zwei Leute. Ja. Alter, der hat so Bock auf eine Made, Alter. Der will, dass so ein richtig fettes Viech drin ist. Boah. Könnte ich nicht. Maden wären mein Endgegner. Nö. Wenn ich in Schweden bin, nächsten Monat werde ich auch angeln üben. Gut. Wie wenig Kraft er hat, Alter. Mich macht's auch bekloppt, dass ich keine Brennnesseln finde. Brennnesseln könnte ich schön die Samen essen. Die Blätter könnte man essen. Auf jeden Fall ist da schön Protein drin. Und ja. Überall bei uns stehen Brennnesseln, aber hier nicht. Ist so krass. Crazy. Oh, lecker Scheiße. Hier ist frische Losung. Ich weiß nicht, von was das ist. Aber ich höre da oben die ganze Zeit... Frische Losung ist geil. Das klingt so voll okay, weißt du? Frische Losung. Auf der 10-Tage-Party gehe ich aufs Klo. Ey, what the fuck, Leute, wer hat hier geschissen und nicht gespült? Welcher Wichser scheißt das Klo voll und spült nicht? Ja. Aber man könnte doch einfach fragen, wer von euch hat hier frische Losung im Keramikbottich hinterlassen, weißt du, was ich meine? Da sind überall frische Losungsreste an den Seiten. Ihr könnt auch die Klobürste benutzen. Hier ist überall frische Losung. Es riecht auch nach frischer Losung. Das klingt wieder gut. Ein komisches Geräusch. Okay. Das erinnert mich, dieses Geräusch, an junge Bären aus Kanada. Ich will jetzt kein Paranoia schieben, aber es klingt genauso. In Kanada habe ich schon so viele Bären gesehen. Bären sind doch scary, Alter. Die sehen so unglaublich niedlich aus und können die aber zerfetzen mit einem Prankenhieb. Die teilen dich einfach in zwei. Nicht niedlich aus, wie 250 Kilo und töten dich mit einem Schlag. Bären sind schon sehr niedlich. Das sind gewaltige Monster, Alter. Kannst du sagen, ein Elefant ist niedlich oder ein Blauwal ist niedlich? Nee, die sitzen sich auf ihren Poppes und haben dann ihren Fisch in der Hand und knabbern an dem. Das ist schon sehr, sehr niedlich. Und dann töten sie sich mit einem Schlag, mit einem Biss. Ja, das ist süß, hä? Das sind gewaltige Monster. Nein, Bären sind sehr, sehr süß. Babybären sind süß, aber so ein ausgewachsener Grizzly oder so ein Eisbär, hast du mal gesehen, was das ist? Das ist einfach nur eine Tötungsmaschine. Ja, aber eine sehr niedliche Tötungsmaschine. Das haben wir ihre Ohren gesehen. Als Kinder niedlich. Die haben so kleine, runde Ohren. Die haben immer das Maul Blut verschmiert, Alter. Nee, warum? Das stimmt auch nicht. Tag 3 morgen. Ich stinke wie ein Iltis. Mein Rücken klatscht. Ja, das ist auch scheiße, wenn wir zu dritt so ein Survival-Ding machen und keiner kann duschen. Und dann... Also du hast ja sowieso schon so Geruchsprobleme. Maul, du bist so ein Wieso Alter. Denn? Ja, ich doch auch. Wenn wir sieben Tage einfach, irgendwo zusammen in einen Unterschlupf chillen, dann stinken wir doch wie Scheiße, Alter. Ja, vor allen Dingen du. Als Maul, erstens Bitch, fick dich. Wir nehmen Deo mit als Gegenstand. Können wir einfach Deo mitnehmen, ja. Ich lass Feuerstahl weg, nehm Deo-Roller mit. Junge, wie kann man so ein kleiner Bastard sein? Das ist insane. Das ist halt Moos und Holz. Oh, irgendwann drückt sich das auch durch. Wo ich gestern nochmal nachgebessert habe, merke ich meinen Rücken. Keine Ahnung, wie ich aussehe. Ich will es auch gar nicht wissen, aber ich werde jetzt ein bisschen mit meinem Loopschal Körperhygiene betreiben. Dafür werde ich jetzt ins Wasser gehen. Die sehen sich ja alle nicht. Die haben keinen Spiegel und das Wasser ist immer zu stürmisch, dass sie sich nicht sehen können. Die haben alle irgendwie Dreck im Gesicht oder Fäden oder irgendwie sowas und wissen das 7 Tage nicht, weißt du? Ja. Egal wie kalt es ist, bisschen frisch machen. Obwohl sein Gesicht sieht eigentlich relativ mal clean so aus, oder? Poritzer ja, auswischen, stimmt. Mal so ein bisschen den Pipan waschen. Weil die riechen schon echt streng, Freunde. Was? Tag 3. Gut. Er hat gesagt, dass sein Penis stinkt. Das ist so ein Probesatz gewesen. Ja, ja, genau. Stellst du auch in der Rollator, wenn mein Arschloch stinkt, ich muss duschen. Geht's los? Ich
werde mich in die Inlandseite schlagen. Mal gucken, wie weit ich komme, weil da ist es halt sehr, sehr hügelig, sehr, sehr bergig, sehr, sehr felsig. Ja, und dann, Ziel angeln. Also quasi Brockköder, um Fische zu fangen. Ja. Was hat Temperatur? Wahrscheinlich 3 Grad. Da hätte ich ein bisschen Angst vor. Weil stell dir vor, du gehst da rein und kriegst irgendwie so einen Schock und dann... Ja, red weiter. Ja, und dann bist du ohnmächtig, fällst ins Wasser, trinkst, fertig. Der ist da schon relativ schnell rein. Ich werde da deutlich langsamer rein wahrscheinlich. Schock. Ja, so ein Kälteschock, das gibt's, wenn du ins Wasser springst. Ja, wenn du ins Wasser springst, aber der wird ja jetzt ohnmächtig und ertrinkt dann. Also hätte es nicht sein können? Das gibt's bei sehr kaltem Wasser, wenn du einfach reinspringst und vorher warm warst. Und, ja. Aber doch nicht in der Situation. Einfach tot. Ich wäre langsamer reingegangen. Lendenschutz, Messer und Mokassins. Nee, mach ich nicht mit. Scheiß auf die Punkte. Ich hab nichts, wovon ich mich verabschieden wollen würde. Kein Kleidungsstück und keine. Nee. Ich habe auch gesagt von vornherein, dass ich. Sollte es in irgendwelchen Einschränkungen kommen oder sowas, dann. Nee, ich gebe nichts ab. Scheiß auf die Punkte. Mein Sieg ist sowieso der größere Sieg, 7 Tage durchzuhalten. Alles andere ist mir für die Bums wirklich. Also, sorry, dass es so egoistisch klingt, aber klar würde ich gerne 10.000 Euro den guten Zweck spenden, keine Frage. Aber. Hier 7 Tage durchzuhalten, ist fast schon gefühlt eine Lebenschallenge. Ich hätte, ja, deshalb, nee. Meine ich mit, sorry. Gut. Ich hab eine Mission. Und die heißt, ich gebe her für Duck Mask. It's breakfast time. Ja. Oh, ein bisschen was vor uns hier. Mein Frühstück. Und hoffentlich gibt es zum Mittag Fisch oder zum Abendbrot spätestens. Alter, wenn du 3 Tage nichts gegessen hast und dann kannst du den Fisch grillen. Alter, wie geil. Du kriegst ja gar keine Kalorien zusammen irgendwie. Das ist ja unfassbar schwierig. Ja. Und ein Fisch. Auch ein Fisch hat jetzt nicht so undicht viel Kalorien. Also ja, aber verglichen geil, zu den Beeren, ich würde ja alles gefühlt vom Fisch essen. Bin bereit für eine Mission. Mission Regenwurm. Ich hoffe, dass meine Mission, dass ich quasi mehr ins Landesinnere laufe, dazu führt, dass ich auf richtigen Mutterboden treffe. Also hier ist alles nur Blaubeerwurzeln, Moos. Es wird mir sehr viel Energie kosten, deshalb habe ich vorher schon ein paar Blaubeeren gesammelt, wenn ich zurückkomme. Die haben noch nicht mal irgendwo Erde gesehen einfach. Was ist das für eine kranke Gegend, Mann? Wasser und Blaubeeren habe und im Notfall gehe ich einfach pennen. Dann bleibt die Küche halt wieder kalt. Ja, ich schlage mich jetzt da in die Richtung. Da hinten hoch, irgendwo. Ich nehme euch natürlich mit, macht euch keine Sorgen. Sollte ich was Cooles sehen, was Fancyes erleben, schmeiße ich die GoPro an. Gut. Schnittszenenwechsel, weil man sich mal wieder vom Bären angegriffen wird und noch ganz schnell die GoPro anmacht. Hat begonnen. Es hat nicht geregnet. Alter, mein Shelter ist furztrocken. Hier ist kein Tropfen mehr an der Decke, gar nichts. Ich habe gut geschlafen, mehr oder weniger, bis als letzte Nacht auf jeden Fall. War trotzdem ständig wach gewesen, aber ich habe mir die Hüfte nicht ausgerenkt, schon mal gut. Ich komme mir gerade vor, als wenn ich auf der A2 schlafen würde. Es ist so windig, es ist permanent übelste Lautstärke hier, weil die Bäume sich die ganze Zeit bewegen und es ist wirklich richtig, richtig stürmisch. Hatte ein bisschen Bedenken gehabt, dass mein Shelter irgendwie einstürzt, aber das hätte ich gemerkt. Das würde mich echt wehtun, denn ich glaube, dann würde ich auch nicht mehr rauskommen aus dem Shelter hier. Aber es macht einen soliden Eindruck. Oh, ich checke jeden Morgen immer noch so ein bisschen die Stelzen, ob die noch alle da sind, wo sie sind oder sein sollen und halten, aber es macht wirklich einen soliden Eindruck. Ich finde es sogar hier irgendwie geiler als unter einem Tarp, weil ein Tarp ist halt so im Wind aufgeschmissen. Das flattert hin und her und sowas und ballert übelst rein. Das hier ist übelst robust. Also ich merke halt ein bisschen Wind, der von der Seite kommt, weil also die Seite ist halt nur offen, aber von hinten bin ich übelst geschützt. Ich könnte hier drin eine Kerze anzünden und man würde nichts sehen wahrscheinlich. Naja. Der Hintergrund fetzen und übel weg. Ich habe wirklich Bock aufzustehen. Ich habe noch nicht aufgemacht, also die neue Challenge für Tag 3. Mache ich gleich. Aber ich habe irgendwie Bock, weiter liegen zu bleiben, weil ich wüsste nicht, was ich draus machen soll. Es ist halt einfach windig und kalt. Dann rennt er einfach oder steht sinnlos rum oder rennt durch die Gegend irgendwie und nö. Sieht irgendwie nicht ein. Ich habe heute mal einen richtigen Betttag.
Je nachdem, was Challenge 3, ja, was für den Anspruch Challenge 3 nimmt. Ich glaube, ich mache einfach direkt auf und guck einfach mal nach. Alter, ist mal übelst festgeguckt hier. Mann. Auf jeden Fall ist das Päckchen ein bisschen leichter. Hier ist, glaube ich, nichts drin. Außer ein... Oh. Oh, nee. Eine Blombe. Da muss ich jetzt gut überlegen, was ich jetzt mache. Weil an sich brauche ich vieles nicht. Also ich könnte... Ja. Ich wollte ja heute eigentlich Blaubeeren sammeln gehen. Dafür bräuchte ich meine Schuhe. Das wäre blöd, barfußend zu laufen. Das mache ich nicht, weil da reiße ich mal halt auf. Nee, das tue ich mir nicht an. Aber ich könnte auf meine Socken verzichten. Die hatte ich eh nicht gebraucht gestern. Also Socken weg. Mütze weg. Auch wenn ich die gerade irgendwie... Ich feiere die voll. Ich habe die jetzt halt meine Mütze auch auf beim Schlafen. Oh, auf Jacke verzichten, Alter. Das, oh, das ist zornig. Jacke weg. Also drei Kleidungsstücke. Warte mal, Topf, Hygieneset, Messer, Säge, Feuerstahl. Also acht Gegenstände. Fünf Gegenstände und dreimal Kleidung. Den ganzen Tag. Dann wird es heute auf jeden Fall eine lustige Nummer. Ja, dann verzichte ich auch auf Schuhe, Alter. Was soll denn der Geiz? Er ist sogar ja nicht. Heute komplett Betttag. Alle Spam, das Emote, he doesn't Welches? Know. Scheiß drauf. Mach mal. Jutig. Wahrscheinlich passiert gleich irgendwas. Er hat's halt verstanden einfach. Ey, warte mal, ich verstehe den letzten Satz noch nicht. Der Sisak muss verschlossen sein, bis Sonnenuntergang ist. Naja. Hm. Ah, okay, hat er aber auch falsch verstanden. Ich dachte auch, sie müsste es jetzt verschließen, bis Sonnenuntergang ist. Also, und dann können sie es wieder aufmachen. So ist nee, es aber nicht. Es ist bis Sonnenuntergang muss verschlossen sein und dann bis zum Ende sind die Sachen weg. Hat sich ja am Anfang aber auch falsch verstanden. Ah. Weil bis zum Sonnenuntergang muss das Ding geschlossen sein. Also, ja, weißt du bist einfach ein bisschen dumm. Ja, nee, ich verstehe es auch richtig. Ich habe es noch verstanden. Der Sisak muss verschlossen sein, bis Sonnenuntergang ist. Also ein Tag. Naja, ist doch entspannt. Hätte ich so auch gemacht, kein Witz. Was? Also er hat es nicht verstanden. Er macht das verstanden. Jetzt zu. Er macht es so. Zu und abends wieder auf nicht, und kriegt dafür keinen einzigen Punkt. Und ich hoffe, ich hab's richtig verstanden, dass es halt nur ein Tag ist. Ein Tag. Und nicht irgendwie jetzt bis zum Ende der nee, Challenge. Die da nichts zu essen haben, Bock jetzt. Hörst du, was er sagt? Was auch ein bisschen unfair ist, wenn jetzt jemand irgendwie erst so, sag ich mal, als Beispiel, um 14 Uhr aufsteht und dann erst diese Challenge aufmacht. Als jemand, der irgendwie um 6 Uhr der aufsteht oder um 8 Uhr. Ich habe keine Ahnung, wie spät das ist, aber ich schätze mal, das ist vielleicht... Habe ich immer auch sofort gedacht. 9 Uhr? 10 Uhr oder so? Also ich kann euch jetzt schon versichern, es wird heute nicht viel Content von mir geben. Ich werde den ganzen Tag im Bett verbringen, einfach den Tag irgendwie rumbringen, rumkriegen, bis es dann dunkel ist und dann darf ich ja wieder an meine Sachen ran. Er liegt jetzt den ganzen Tag im Bett und kriegt dafür keinen Punkt und hat deine Sachen nicht. Er hat alles abgegeben und holt sich das dann gleich wieder. Der Moment, wenn er auf die anderen Leute wieder trifft und ihnen das erklärt wurde, ey yo, das gibt keinen Punkt, weißt du? Ja, ja. Ja, das ist schon krass. Fluss gefunden und anscheinend stehe ich hier auf so einer alten Brücke. Der, da ist ja alles nass und was, wo ist denn da mal? Ich dachte am Anfang, oh cool, da gibt es so voll die großen Felsen, aber da gibt es gar keine Erde, da gibt es nur Felsen mit Moos überwachsen. Was für ein Albtraum. Hä? Okay. Hm. Ich hab nur nicht einmal Erde gesehen, Alter. Mhm. Aber hier war jahrelang schon keiner. Ist das besser als das Seewasser? Ich sag ja. Das fließt ja die ganze Zeit und fließt so durch Steine durch und so. Oder? Könnte von einem sehr großen Tier sein. Ahnung, ob das ein Bär ist oder nicht.
Ich bin jetzt gerade auf dem Weg. Was ist denn das da mit Zecken? Ist das ein Ding? Oder da nicht einfach? Zu kalt oder was? Gar kein Bock, zum Gras zu laufen. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Zurück zum Camp. Zu kalt für Zecken? Oh, geiles Land. Ich glaube tatsächlich lebt da nicht viel. Geil. Zu kalt für Zecken, wie geil. Langsam bin ich ganz schön fertig. Das Einzige, was da leben kann, ist was Fische essen kann. Und das sind dann halt nur Bären. Mhm. Traurige Musik, Alter, hä? Hä, ja, warum traurige Musik? Was mit ihm passiert? Hä, was ist los? Was habe ich verpasst? Bin ich verstanden. Aber weil er isoliert ist, einsam. Blaubeeren, Blaubeeren, Blaubeere überall. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber hier ist alles voll. Das ist alles voll. Erstmal mit Spinnwebe, aber dann auch mit der guten alten Blaubeere. Na, guck mal, der ballert sich da schon ab. Komm, wenn jeder. Et voilà. Frühstück. Also ja, aber er hat ja gemessen mal. Er hat gesagt, er braucht eine Stunde, um die Bären zu sammeln. Nee, setz dich mal eine Stunde wieder auf den Boden und steh auf. Das sind mehr als 200 Kalorien, die du verbrauchst. Und ich glaube, wenn du eine Stunde existierst, verbrauchst du schon mehr als 200 Kalorien. Warum macht er den Schleim in sein Bart? So viel dazu. Ich habe irgendwie oben Stelle, die gerade extrem brennt. Und wenn ich mit der Zunge drüber gehe, ist das auch so komisch rau davor, da an der Stelle. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser übertriebene Blaubeerkonsum mit dreimal am Tag als alleinige Mahlzeit so gut ist. Auch wegen der ganzen Säure und so weiter. Also magenmäßig merke ich nichts. Aber auch so für die Zähne, für den Gaumen und so, ich weiß nicht. Kaum weg hier jetzt, weil er nur Blaubeeren isst, Alter. Holy shit. Vielleicht bilde ich es mir aber auch nur ein. Vielleicht muss ich mir mal einen Heidelbeer-Tee machen. Oder einen Smoothie. Nee. Smoothie. Kann ich ja nicht mehr, weil ich den Topf dann abgeben muss. Ach, schön. Bisschen ganz leicht improvisierte Zahnhygiene. Ich weiß, man kann es auch mit Kohle machen, mit dem Stöckchen und so weiter. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob das gut ist, direkt nach dem Blaubeeressen, weil da vielleicht die Säure in den Zähnen ist. Oh. Deswegen jetzt einfach mal so ein bisschen grob. Ist besser als nichts. Es täuscht wirklich, da hinten kommt ganz leicht immer wieder ein bisschen die Sonne durch, aber auch nur in den Wolken. Aber heute ist es richtig frostig, es ist richtig kalt. Ich habe alle Kleidungsschichten an, ich habe die Kapuze auf, ich habe hier noch das Tuch auf. Boah, es ist fuchsig, wirklich. Sehr, sehr fuchsig heute, sag mal. Das gewiss doch nicht. So, ich gehe jetzt wieder mit euch gemeinsam auf Ködersuche. Wir wissen, wir brauchen dicke, fette, geile Maden. Die sind schwer zu finden, aber wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Wir können jetzt 3 Stunden lang Maden suchen und dann die Angeln neu ausstatten. Denn gestern hatte ich einen... Erstmal 3 Stunden Maden suchen. Fisch. Ziel. 2 wären geil, oder? Wieder nichts, ey. Wieder nichts und wieder nichts. Da ist alles tot einfach. Ja. Das Hauptproblem ist, dass die meisten umgestürzten Bäume alle keine Rinde mehr haben. Hier ist noch ein bisschen Glück, aber die ist, glaube ich, auch schon zu lose. Also ich kenne es bei mir aus den anderen Wäldern, wo ich sonst unterwegs bin. Da
Da liegen Bäume quer, man hebt die Rinde ab und hier unten drunter ist alles voll mit Viehzeug. Aber irgendwie ist das hier alles ein bisschen anders. Oh, 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 da unten. Alter, da ist ein richtiges Vieh. Na. Alter, Jackpot. Sick. Oh yes. Kann der das so einfach einkaufen quasi? Tauscht der jetzt quasi einen Wurm gegen den Fisch? Ja. Mega der gute Trade, oder? Siehste? Oder? Also wieder ein Learning. Es bringt nichts, dieses morsche, nasse, siffige Holz, was quer liegt, irgendwie aufzuheben. Da ist kaum was drin. Sondern... Oder könnte das auch sein, dass er 3-4 Würmer für einen Fisch braucht? Wo noch die Rinde dran ist. Gute Frage. Oder ist wirklich so, dass wenn er einen Wurm hat, dass unter damit der Rinde, ein da Fisch quasi sich sicher ist? Kleinen Biester. Kleines das Update nach der ersten halben Stunde. Ich habe ordentlich was zerlegt was und durchgeguckt, wie ihr seht. Und ein bisschen was ist auch bei rumgekommen. Oh, die sind ja voll abartig. Das hintere Vieh, das ist ein Tausendfüßler. Das ist keine Made. Das oben rechts, siehst du das? Mhm. Der hat Beine. Ja, das ist ekelhaft. Ey! Aber den Rest hier anderen Würmer würde ich essen. Du kennst doch diese Tausendfüßler, die wir da, von denen wir uns diese ekligen Videos angeschaut haben. Ja, ja. Die sind auch in Thailand heimisch. Ja, kann ekelhaft sein, dass wir ein, kann sein, dass einfach im Hotel einer, so einer über den Boden flitzt. Weißt du, was ich meine? Weißt du noch, der Typ, der sich von den Dingen beißen lassen hat? Mhm. Das bist du in der Nacht, wenn du pennst. Also ich glaube, der hier ist auf jeden Fall der Beste. Der ist schön groß. Dann habe ich von diesen Mehlwürmer, keine Ahnung, auf jeden Fall 3 Stück gefunden. Die könnte man auch zusammen einen Haken machen. Das Ding wird nichts mehr. Bei dem 1000-Füßler hier oder was ist, oder 100-Füßler, bin ich mir nicht sicher, ob Fische auf sowas Bock haben. Boah. Aber 2 haben wir quasi schon mal. Einen großen und dann die 3 kleinen, die ich zusammen einen mache. Ich finde das geil, mit wie wenig man angeln kann auch. Ja. Weißt du, was ich meine? Also man kann ja, also so. Angelsets sind, hier können ja 1000 Euro kosten. Und wir hatten einen Stock und einen Faden und... Hä, die Eingeweide sind weg. Hä, hier! Oh, Moment! Das war doch grad... Boah, hier, ist das nicht gerade scheiße gewesen? Was? Hm. Ich bin mir gerade nicht sicher. Was sollte der mit den Eingeweiden machen? Weiß ich nicht. Ob hier... Nochmal. Ja klar, hier. Hier. Da sind ja auch noch so Körner drin, die waren ja gestern nicht, die ihr gerade alle seht. Auf jeden Fall war hier ein Tier, weil da war Kot und hat sich das Ding geholt und gesnackt. Also müssen die es ja gerochen haben. Sehr gut. War ein Bär. Ein Mini-Bär. Ich gehe jetzt zurück ins Lager, erstmal ein bisschen was trinken und dann werde ich, glaube ich, schon mal anfangen, das Seil aufzudröseln und das Tarp damit neu abzuspannen, um zu gucken, ob das überhaupt funktioniert. So, das Ganze besteht auf jeden Fall schon mal aus 3 Hauptsträngen. Das ist schon mal sehr gut. Kann ich das schon mal aufdröseln hier. Weil dann haben wir nicht nur 4, sondern 12 Meter. Geil. Das ist schon OP, muss ich sagen. Das ist schon krass. Was? Das ganze Improvisierende, was er macht. Ja, das ist also man kann super viel lernen, aber das ist dann letztendlich einfach Erfahrung. So, ich habe jetzt alles ausgetauscht. Hier auch nochmal was rübergespannt als kleine Leine. Kann man irgendwie mal was zum Trocknen aufhängen oder so für den Wind. Hier drüben alles gewechselt und auch da. Also aktuell ist kein Stück Paracord mehr in Benutzung. Ich habe schon mal zur Seite gelegt, aber da werde ich, glaube ich, auf jeden Fall für die Challenge drauf verzichten, weil das bringt mir 2 Punkte
Und ich habe ja auch schon ein bisschen Bock, das Ding irgendwie mindestens mal in die Top 3 oder Top 2. Ich kann es nicht einschätzen. Also ich sage es ganz ehrlich, wenn Fabio das Ding durchzieht, kriegt er ja schon 10 Punkte nur für die Ausrüstung, die er nicht hat. Weil er nur 2 statt 7 Gegenständen hat, also 5 weniger mal 2 Punkte sind 10. Ja, ich gucke mir einfach mal die Angeln an. Wer weiß, vielleicht hängt da schon was dran. Jetzt bin ich gespannt. Okay, also alle Schwimmer sind auf jeden Fall noch oben. Ich check's ja trotzdem. Die hier sieht so ein bisschen aus, als wäre da Ramazamba dran. Das Ding ist hier ja komplett lose, da dürfte nichts dran sein. Da auch nicht, aber hier vielleicht. Yo, Baby! Ich sag's doch! Geil. Oh. Jeden Tag ein Fisch. Er rockt das ziemlich. Das ist krass. Den Fischen. Vielen Dank, dass du mich mit Fett und Eiweiß versorgst. Ich muss mir auf jeden Fall heute noch einen Stein suchen und meinen vorderen Bereich der Klinge schärfen. Das könnte ich nach der Fischsuppe in Angriff nehmen. Denn die Klinge sieht hier vorne katastrophal aus. Eieiei. Also diese ersten 5-6 cm müssen unbedingt geschliffen werden. Aber ist doch gut, haben wir wieder ein Projekt. Übrigens, das war die ganze rechte Angel und da haben wir den 1000-Füßler oder 100-Füßler ran gemacht. Funktioniert also auch. Ich hatte ja anfangs so ein bisschen Bedenken, aber die dicke Made beißt und auch der 100-Füßler beißt. Oder halt, was auch immer das ist, ich kenne mich nicht ganz genau aus. Schön ausgenommen, entschuppt. Alter, wie clean hat er den ausgenommen? So, ich habe jetzt meine Zunder- und Kleinholz-Tarp-Tasche mitgenommen. Denn dann kann ich da oben gleich ein Feuerchen machen, wieder an der gleichen Stelle. Ich habe mir jetzt aber nochmal überlegt, ich meine es doch keine Fischsuppe, ich weiß, es ist immer ein ständiges Hin und Her. Sondern ich mache das nochmal wie gestern und will das diesmal aber ordentlich hinkriegen. Ich baue das dieses Mal ein bisschen anders vielleicht, mit so 2 Steinen noch, dass ich das hin und her drehen kann. Ihr werdet es gleich sehen, wie so eine Art Grillrost. Aber ich habe die nächsten Tage ja auch keinen Topf mehr. Von daher kann ich es auch gleich so üben und trainieren, dass ich das ordentlich zubereitet bekomme ohne Topf. So, dann kann ich hier das Feuer machen und hier den Fisch drüber packen. Sehr, sehr windig hier. Alles schön vorbereitet hier, zack, zack. Schön zu einer Pyramide bauen, dann hat man nämlich diesen Kamineffekt wie beim Schwedenfeuer bzw. der Schwedenfackel. Alter, da hätten die anderen im Projekt so Bock drauf gerade. Ja, auch so ein Fisch oder was? Der Plan. Ja. Schön ein dickes Glutnest. Und den dann ein paar Zentimeter drüber legen. Boah. Wieso Ohr? War schon ganz schön geil. Ja. In der Ruhe liegt die Kraft. Wir haben ja Zeit, wir müssen es ja nicht so schnell wie gestern machen. Zack, zack, durch und dann fressen. Das Ding kann ja ruhig hier eine halbe Stunde schön über der Glut hängen und dann ganz langsam durchgarren. Garren? Wieso spricht Fritz alles so komisch aus teilweise? So. Also wenn der jetzt nicht durch ist, dann weiß ich aber auch nicht. Und zum Abschrecken. Ich fand die Technik von Martin aber besser am Anfang, muss ich sagen. Wie der das gemacht hat.
Hat mir persönlich besser gefallen. Okay. Ich lutsche hier jede einzelne Grete ab, ich sag's euch. Deutlich besser als gestern. Ich habe jetzt angefangen, die angebrutzelte Haut einfach mitzuessen. Ich weiß gar nicht, ob man das kann oder nicht. Ja, schmeckt halt. Na, also da hängt halt überall noch Fleisch dran. Und ich check halt, ob keine Gräten drin sind. Dann schnurze ich die einfach mit weg. Ist bestimmt irgendwas, irgendeine Energie wird da schon drin sein. Nochmal Fett oder so. Oder Eiweiß. So, das war auf jeden Fall deutlich besser als gestern. Viel mehr rausbekommen. Ich hatte auch diesmal richtig schöne große kleine Filetstückchen. Große kleine wahrscheinlich. Geil. Alter. Warum rülpset und furzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmeckt? Nee, war sehr gut. Das fühlt sich gerade wie so ein kleiner... Wie machen das denn die anderen, ey, die nicht angeln, die kein Angelset dabei haben? Die werden doch, die haben nur Blaubeeren. Und wenn sie die essen und pflücken, verbrauchen sie mehr Kalorien, als sie bekommen durch das Essen. Ja. Das heißt, sie sind ein Minus. So, und nichts, die haben nichts anderes. Hä? Ja, ich glaube, in ein, zwei Tagen sieht das richtig schlecht aus für die. Das ist das, was noch übrig geblieben ist. Also hier wirklich... quasi nichts mehr. Ich glaube, ich werde jetzt nochmal ein Feuer anmachen und diese Fischreste verbrennen. Einfach, um nicht unnötig hier irgendwen anzulocken. Wisst ihr, was ich meine? Ich mache mich jetzt auf den Weg nach unten und hole noch die Bretter von gestern und werde dann wahrscheinlich mal in die andere Richtung nach angespültem Müll Ausschau halten. Die nehmen alle 10 bis 15 Kilo ab, zwangsläufig. Nee, oder nicht so viel. Das ist halt die Flasche, die ich habe, aus der ich dann Powerade trinken könnte, wenn ich den Topf abgebe. Aber so richtig überzeugt bin ich davon noch nicht, ich sag's euch ganz ehrlich. Die ist einfach 7 Jahre im See getrieben. Ich könnte mir auch ein Gefäß brennen oder so, aber um da ein ordentliches Volumen zu haben, brauche ich ja ewig. Ich bin defekt, wo heute das für den gehabt, ja. Alle machen jetzt so auf recycelbares Plastik, aber das ist einfach eine Powerade aus den 90ern und er kann sie jetzt einfach noch verwenden. Riecht jetzt nicht irgendwie eklig. Sieht halt eklig aus, ne? Ich weiß nicht. Oder ich gehe einfach hin und trinke mit dem Mund raus. Habe ich halt ein paar Mal mehr den Laufweg. Also hier draus trinke ich definitiv nicht. Keine Ahnung, was das mal war. Ja, weiter geht's. Hat einfach wer reingeschissen in die Flasche. Das hatte ich jetzt gehört, das hatte ich erwischt. Ja. Da hat jemand vor 10 Jahren eine Flasche geschissen und Fritz damit jetzt auf und überlegt, ob er seinen Trinkbehälter abgibt und aus der Flasche trinkt. Guten Tag, so ein Ohrwurm von Such a Lonely Day and it's mine. Hättest du, das wollte ich auch noch fragen. Hättest du Probleme mit Einsamkeit? Nee. Ich glaube, ich auch nicht. Mir wäre langweilig, aber ich hätte nicht so dieses Gefühl, so, oh nein, jetzt habe ich 5 Tage niemanden gesehen. Das würde sich bei mir, glaube ich, null breit machen. Nee, null gar nicht. Wirklich überhaupt nicht. Weil da drei Leute, also, das haben ja in der letzten Folge, glaube ich, 3 oder 4 Leute angesprochen, dass sie so einsam sind. Und die sind gerade mal 3 Tage irgendwie, also, ja. Die Langeweile würde mich viel mehr ficken. Ja, die Langeweile würde mich auch ficken. Day of my life. Er hat einfach seine Sachen eingeschlossen in diesen Beutel. Kriegt dafür 0 Punkte und liegt den ganzen Tag im Bett. Seit Stunden. Gib mir dieser Track nicht aus den Ohren, ey. Mann, ey. Ey, wirklich, die Langeweile ist das Schlimmste. Das ist wirklich, ich weiß nichts mit mir anzufangen. Und so langsam tut mein ganzer Körper weh vom Liegen. Weil so mega bequem ist das Bett nun auch wieder nicht, ne? Also es ist schon relativ hart geworden. Mittlerweile. Ich würde gerne wissen, wie spät es ist, ey. Ich würde gerne einschätzen können, wann es dunkel wird und wann die Nacht beginnt und wann dieser scheiß Tag vorbei ist.
Ich meine, ab und zu scheint ein bisschen die Sonne, ne? So ein bisschen. Aber es ist halt super windig und super kalt einfach nur, ey. Oh. Der liegt einfach den ganzen Tag im Bett. Aber das ist auch smart. Das ist smarter als jetzt 3 Stunden Bären zu sammeln für 200 Kalorien. Stimmt. Funktioniert wahrscheinlich auch, ist halt super langweilig. Manchmal muss man Glück haben. Aber wenn der da sein. Was ist da? Guck mal hier. Oha! Das hier möchte ich auf jeden Fall aber erst mit kochendem Wasser quasi, falls da irgendwas drin war, ich weiß nicht, was da drin war, abtöten. Ich hoffe, dass das Glas das mitmacht, aber. Ich habe kein Problem damit, aus einer Birkenrinde zu trinken, aber so menschliche Sachen finde ich ja ekliger als jetzt irgendwie aus der Natur irgendwas zu dingsen. Keine Ahnung, hier kann ja alles drin gewesen sein. Ja, das heißt, ich hole mir mal nachher Feuer, mal Wasser rein und hoffe, dass das dann anfängt zu kochen, wenn ich das daneben stelle, ohne dass das Glas platzt. Ja, das ist der Plan. So, ich habe endlich einige Blaubeeren gesammelt. Ich habe definitiv länger so vom Zeitgefühl her gebraucht als gestern noch. Ich habe mir sehr viel Zeit gelassen, auch oft hingesetzt und dann im Sitzen gepflückt, um Energie zu sparen. Für mich war es jetzt super, super wichtig, für den Kopf hier die Schale komplett voll zu machen. Einfach aus dem Grund, ich bin echt müde und es macht auch Sinn zu schlafen, aber ich finde es super wichtig, dass der Geist bzw. das Bewusstsein die Kontrolle über den Körper behält. Und wenn ich jetzt schreie, ah, Hilfe, ich bin so müde, ich will mich hinlegen und ich dann direkt einknicke, dann ist das nicht gut für die Moral und somit und nicht gut für die Disziplin. Und deshalb versuche ich immer, egal ob das jetzt sportliche Situationen sind oder Alltagssituationen oder jetzt hier die Situation, dass ich die Kontrolle eben mental behalte. Das sagt sich natürlich manchmal leichter als getan, aber ja, da muss man einfach stetig dran arbeiten, weil ich habe jetzt die Belohnung. Für mich war es super wichtig, dass ich was esse. Das werde ich jetzt tun. Und das ist zum einen die Belohnung, dass es was zum Essen gibt, und zum anderen werde ich jetzt gleich hoch zum Lager gehen, mich mal hinlegen und schlafen und mich quasi belohnen, dass ich das jetzt durchgehalten habe, hier das fertig zu sammeln, also quasi mein Ziel zu erreichen und ja, nicht einknickt und sich dann zu schnell dran gewöhnt, seinen Bedürfnissen immer nachzugehen. Wenn man jetzt natürlich einen offenen Bruch hat und man sagt sich, ja, aber ich will noch 100 Kilometer laufen, dann ist das natürlich Quatsch, okay. Aber ich glaube, man kann nachvollziehen, wie ich das meine. Und ich glaube, das ist essentiell hier für diese ganze Aktion. Es ist krass, wie klein schon mein Magen geworden ist. Weil, ja, ich habe jetzt hier einen guten Teil davon gegessen, aber ich bin satt. Dann wegen dem Gefäß, was ich gefunden habe, habe ich mir doch überlegt, ich wasche das so aus und gehe das Risiko ein bisschen ein, dass das verschmutzt ist. Aber ich will nicht das Risiko eingehen, dass das Glas springt am Feuer, wenn ich da das Wasser versuche drin zu kochen. Weil der Benefit ist schon mega von so einem Gefäß. Ich kann Wasser mit in die Unterkunft holen und muss dann nicht immer hier runter. Das kann dann auch in der Nacht was trinken und so. Und deshalb werde ich das jetzt gründlich auswaschen und dann ja, einfach drauf anlegen. Einmal mit dem Stockenglas auswaschen. Krass, die ganze Zeit Wasser ohne Probleme getrunken, aber jetzt, weil das in diesem Glas ist, finde ich super ekelhaft. Krass, aber hier ist viel. Er sieht viel auch Wasser. Nicht sonderlich sauber aus. Oder? So ein bisschen. Geht schon, bis 10 Minuten ausfischt. Ist auch nur wieder ein Trick vom Kopf, der jetzt sagt: eklig, eklig, eklig. Aber im Prinzip ist super wichtig, dass ich halt die Flüssigkeit zu mir nehme. Und ja, krass. Ich schätze mal, hier sind so, wie wird hier drin sein, 450 Milliliter. Ja, habe ich da einen Anhaltspunkt, wie viel ich trinke am Tag. So, ich bin wieder am Lager angekommen.
Ich werde jetzt erstmal schlafen, meinem Körper eine Auszeit gönnen, ein bisschen Energie sparen und danach stehen mehrere Sachen auf dem Programm. Fischreuse bauen und super, super wichtig, das muss ich heute endlich in den Griff kriegen, hier noch komplett dicht machen und drin noch ein bisschen ausbauen. Alter, er muss so viel machen, weil er keine Gegenstände hat. Damit die Nacht halt, wie heißt es, läuft. Und ja, es da halt nicht so übelst Dingens ist. Übelst kalt, so, mein Gott. Ich merke so ein bisschen, dass mir es vom Magen her nicht gut geht. Deshalb, ich weiß nicht, wie viel man von sowas, was Sinn macht, zu nehmen, aber ich habe mir jetzt hier gerade dieses Stück Kohle aus der Feuerstelle rausgeholt und werde das jetzt mal zerkauen und runterschlucken, weil das, wenn ich mich richtig erinnere, magenberuhigend sein soll und wenn man Durchfall hat und so helfen soll und ja, Aktivkohle halt, ja. Einfach Kohle essen, what the fuck? Ist das nicht voll krebserregend? Dann glaube ich mal einmal kurz die Zähne. In einem mit. Ja, du, hab ich keine Ahnung. Ja. Ist das nicht so, dass verbrannte Sachen also, ultra krebserregend sind? Das ist so komplett durchgebrannt. Das ist dann schon bei Zahnreinigung. Vielleicht ist es dann wieder nicht krebserregend. Vielleicht gibt es so ein Tipping Point, wo das einfach umschwenkt. Ja, der von. Kopf, der dann denkst, ey, du isst gerade ein Stück verkohltes Stück Holz so. Aber an sich, wenn man da neutral rangeht. Verbranntes Essen jeglicher Art, ja, aber verbranntes Holz nicht. Verbrannte Kohlenhydrate, ja, aber das ist Kohle oder nicht. Ach, krass. Verbrannte Kohlenhydrate verursachen Krebs? Oder was ist das, was Krebs verursacht? Ja, ich glaube, ja. Und wie, aber oder allgemein irgendwas verbrannt ist, aber in Holz anscheinend nichts drin. Vielleicht auch verbrannte Eiweiß und verbranntes Fett, aber nicht verbranntes Holz. Ja. Geil. Ich glaube, es gibt im Supermarkt sogar, kann ich mir erinnern, dass ich mir sowas mal gekauft habe, irgendwelche Smoothies mit Aktivkohle. Ja, also, kann ja nicht so schlecht sein. So, Update, ich bin, hab geschlafen, mir geht's richtig, richtig mies. Ich bin aufgewacht, weil mir so, so krass kalt war. Und ich habe gesehen, diese, hier die Holzteile, aber ich konnte nicht sagen, wo ich bin. Total krass. Also, ich musste mich so zwingen, doch, also so, ich habe mir innerlich gesagt, doch, du weißt, wo du bist, du weißt, wo du bist. Voll krass gerade, macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Ich weiß nicht, ob das durch die Kälte war. Also mir ist immer noch kalt, so richtig. Ich merke das so hier hinten am Rücken, wie kalt mir ist und es geht gerade einfach nicht weg. Oder ob irgendwas in dem Wasser drin war, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch so gleichzeitig das Gefühl, dass ich mich irgendwie übergeben müsste. Ganz, ganz strange. Ja, keine Ahnung, also behalte ich im Auge, weil das war gerade echt uncool, richtig krass uncool. Also mach mir ein bisschen Sorgen, um ehrlich zu sein, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke gerade zum ersten Mal dran, ob ich anrufen muss, mich abholen muss. Richtig, richtig mies hier, all das ist gerade einfach nur auch, dass ich in die Kamera rede, dass ich am Start bin und natürlich ist meine Gesundheit und so weiter wichtiger als jede Challenge hier, die ich mir setze, dass ich hier durchhalten will. Ich mache hier noch ein bisschen weiter und dann muss ich gucken, wie es mir geht. Auf jeden Fall diese Kälte, meine Arme sind kalt, meine Beine, hier hinten der Rücken, alles fühlt sich kalt an. Ist total krass, ich kann das überhaupt nicht, ich fühle mich so wie, wenn man merkt, dass man krank ist, aber ich kann es nicht so richtig in Worte fassen, also dieses, keine Ahnung, ich mache jetzt mal hier weiter und sehe zu, dass ich mich bewege, mir warm wird und ja, so, mir ist mittlerweile warm, ich fühle mich aber immer noch komisch, aber diese komische Kälte ist weg. Fakt ist, wenn es nochmal ansatzweise in diese Richtung geht, werde ich sofort anrufen und mich abholen lassen. Ich, ja, der hat ja nichts gegessen seit 3 Tagen. Eben. Doch, der hat immer mal wieder Beeren gegessen, oder? Ja, aber also. Ja, das ist kein. Das
das ist kein Spiel, das wurde nie im Video gezeigt. Mein ganzer Chat war voll. Er hat die Bären verwechselt. Das waren nicht Blaubeeren, das waren Krähenbären. Der war total high, das waren Krähenbären, keine Blaubeeren. Der ist high von den Bären. Guck mal, Krähenbären, der war absolut zugedröhnt. Er hat die Krähenbären gegessen, das waren keine blauen. Falsche Bären. Keine Erfahrung, kein Format, kein Abenteuerwert, wenn ich hier nachher ein richtig krasses Problem kriege. Ja, also nochmal ansatzweise so ein Gefühl wie eben und ich rufe direkt an. Geben die wenigstens mehr Kalorien? Oder ist das? Schallern. Fuck. Hier muss irgendwann mal ein ordentlicher Sturm gewütet haben. Alles das ist ja geholt. Nichts. Das ist ja wie nichts. Das ist ja in der Wüste, nur in der nassen Wüste. Das ist ja in der nassen, steinigen Wüste. Das macht mich völlig fertig, dass es einfach keine Erde gibt, Mann. Ja. Nur Steine und nass und Moos. Komm, ja, aber unter dem Moos ist doch Erde, oder? Oder nicht? Nee, keine Ahnung, noch mehr Steine. Nicht mehr wie echt jetzt? Ja. Steppe in Russland oder so. Ja, aber da, wo die Bäume sind, muss guck ja da. Erde sein. Ja, ein bisschen so ein Wurzelgemisch, Moos, bisschen verrottetes Moos, das ist keine Erde. Ist schon ein guter Boden hier, aber es ist komisch bei uns, wenn du bei uns irgendwo in so einem Boden rumgräbst, da lebt alles, da kommt alles durch. Hier nicht, gar nichts. Ja. Kein Käfer, gar nichts. Das ist doch keine Erde, Digga, Romatra, das ist einfach Moos. Das ist, ja, ja. Das ist ein bisschen holy altes shit. Moos, das ist keine Erde. Krank. Ja, und in was wachsen die Bäume dann? Die wachsen doch nicht in Moos und Stein. Ja, klar. Hä? Ja, doch. In Moos und Stein wachsen die Bäume. Das sind ja nur Birken, deswegen gibt es auch keine Blätter. Geil. Heidelbeeren? Himbeeren, oder? Was war das? Fuck, sind die süß, Alter. Krass. Mal so, wer hat Angst hat wegen Fuchsbandwurm, gibt's keine Füchse. Mhm. Wer dann? Der Bärwandwurm. Oder Elchbandwurm. Ach, geil. Die sind eh gut zum Abnehmen, deswegen. Tut gut. Tag 3 mal ein paar Himbeeren. Ah, hat sich der Ausflug schon gelohnt. Aber Regenwürmer? Zero. Nicht ein einziger. Dafür ein Arschgalopp. Können die Regenwürmer überhaupt in so einer sauren Erde da überleben? Vor allem Regenwürmer in der Erde, da gibt es zu viel keine Erde. Und nicht ein Wurm in der Erde, nicht einer, nicht mal ein Lebewesen. Was ist denn los mit euch? Wo sind die Würmer? Warum ist alles tot da? Das verstehe ich nicht. Das ist richtig super perfekte, feuchte Erde, genau für so einen Regenwurm. Bei meinem Probeding habe ich genau an solchen Stellen Regenwürmer gefunden. Und hier ist nicht einer, nicht ein einziger. Fuck. Jo, ich bin wieder back in the hood. Da ist das Shelter. Hab gerade angefangen, ein bisschen Moos zu trocknen, weil mein Bett ist immer noch relativ feucht. Dank Hängematte und hat er noch ein nasses Bett, wie frustrierend. Aber kein Problem. Und hier seht ihr meine Moos-Trocknungsstation. Da ist jetzt auch kein Regen da ist und die da einfach so in die Luft hängst, dann sind die heute Abend trocknen. War nur ein Zufall. Ich habe quasi gestern was abgenommen und hatte das daneben gelegt und heute Morgen dachte ich so, hey, warte mal, das ist ja voll trocken. So kam die Idee des Moostrocknens. Immer mal wieder ein bisschen das Bett aufzupolstern. Und ich muss auch gestehen, Tag 3, ich bin unglaublich kurzatmig, bin ständig den Tränen nahe, was total bescheuert ist, aber ich glaube, es ist einfach so eine, der Körper geht in so einen ganz komischen Modus. Toi, 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 keine Kopfschmerzen. Ich habe gedacht, so scheiße, hier gerade, wenn jetzt so, ne, kommt gerne mal vor. Rücken zickt rum, klar, aber das ist so ein Level, wo ich sage, okay, mit dir komme ich klar. So langsam schleicht sich eine Routine ein. Abendbrot ist da und Frühstück. Jetzt bin ich gerade dabei, hier mal zu gucken, wie gut so eine Tanne als Zunder dient. Beziehungsweise dieses verblühte Heidekraut, wie sich das nennt. Bin mal gespannt. Juhu. Geht gut. Jawohl. Geht super. Geht ab die Zunder.
Ich würde gerade ultra interessieren, wie es Bobbel geht, wie es Niklas geht. Fritz, ja, der ist der einsame Wolf. Der zieht das Ding mit einer Arschbacke durch und die andere Arschbacke nimmt er dann fürs nächste Mal. Das ist halt so, Punkt. Für mich ist gerade emotional ein sehr, sehr tiefer Punkt erreicht. Ich bin gerade zurück ins Camp gekommen. Ich hab Maya gesucht. Keine Ahnung, woher das kommt. Man ist manchmal so in der Gewohnheit drin. Und ja, wollte ihr quasi meine volle Schale Blaubeeren zeigen. Und da wird ihr bewusst, die ist nicht da. Und oh, das schüttelt an Tag 3. Ich bin nicht für die Isolation gemacht, ey. Ohne Scheiß. Oh, sorry fürs Rumgeheule, aber... Krass. Das ist krass, dass der Hund ihm fehlt. Maya ist ein Hund, ja, das finde ich heftig. Also die Langeweile oder das Survival an sich wäre ein viel größeres Problem. Aber auch Langeweile. Aber vielleicht unterschätzt man es auch, aber ich so vom... Ich guck mal, zum Beispiel Fritz hat 0,0 Probleme damit. Der hat 1000 Sachen schon alleine gemacht, auch länger. Ja, ich glaube, das ist einfach... Ist einfach die Typsache. Ja, wie du typmäßig drauf bist. Ist emotional doch etwas schwieriger als ich. Also, ich wusste, dass es hart wird. Dass es so hart wird. Ja, gut. Hätte ich wissen müssen. Wie eine sehr geile Folge. Wie eine sehr, sehr geile Folge. Ich habe da so scheiße Bock drauf. Fuck. Nichts gut. Deine Stimme ist besser geworden. Ist besser geworden im Verlauf, ne? Ich hab doch gesagt, man muss sich einreden. Ich werde jetzt auf jeden Fall schon. Okay. Ja, stimmt, während des Streams. Wie lange streame ich? Okay, 7 Stunden.